Willkommen zurück in The Witcher 2. Wir sind gerade neben der hübschen Triss Marigold im Bett aufgewacht und haben uns jetzt mal eben kurz das Inventar angesehen. Ich musste das letzte Video leider ein bisschen kürzen, woraufhin ich jetzt nochmal durchs Inventar gucke. Also, wir haben die Ausrüstung komplett angelegt und da sind wir gerade bei Tränke. Kibitz, Schwalbe und Katze und ich kann den jetzt einmal anklicken. Darunter steht, Tränke kannst du nur bei Meditation einnehmen, ist in Ordnung. Und jetzt sehen wir auch schon, was dieser Trank bewirkt. Also der Kibitz, erhöhte Regeneration der Energie, reduziert Vitalität und Resistenzen. Okay. Die Schwalbe, erhöht Vitalität, Regeneration, Regeneration im Kampf. Okay, allgemeine Regeneration. Und die Katze, erlaubt es in kompletter Dunkelheit und durch Wände zu sehen. Ach, das ist ja nett. Ich wusste auch nicht, dass Katzen durch Wände sehen können. Was eine Überrasse. Okay. Dann haben wir hier die Fallen. Die Feuersbrunst. Da können wir sie jetzt gerade inspizieren. Lässt andere Fallen detonieren. Setzt Gegner in Brand. Eine Äscherung plus 50%. Bombchen. Lähmt und immobilisiert alle im Wirkungsradius. Okay. So. Bücher haben wir noch nicht. Trophäen, das ist ein Rieseninventar. Mutagene, Alchemie, okay. Handwerk, Rune des Feuers. Also da zum Crafting komme ich nachher erstmal. Weil wir sind ja hier am Tag der Erstürmung und wollen ein bisschen Action sehen. Also, hier habe ich schon alles durchgeguckt. Das ist das Schnellzugriff-Inventar, beziehungsweise Meditation und hier meine Zeichen. Als Hexer habe ich Zugriff auf richtig starke Magie und das sehen wir erst gleich noch. So, dann machen wir uns hier mal auf. Wow. Das ist mal ein Anblick. Das ist ja geil. Du kommst aus dem Zelt und dir bietet sich so ein Anblick. Also die sind da schon gewaltig am Vorbereiten, sage ich jetzt mal so. Mal kurz umgucken. Hier gibt es noch Kräuter zu sammeln. Mal gucken, ob das Medaillon schon funktioniert. Ja, das Medaillon des Hexers ist sozusagen ein Scanner. Erlaubt mir in der Umgebung was zu sehen, das wird dann hier hervorgehoben. Hier werden auch nochmal Kräuter eingesackt. Okay. Ja, hier unten ist schon gut was los. Was war das noch? Kräuter nehmen wir auch mit. Wir nehmen erstmal alles mit. Lang lebe der König! Vorwärts! Marsch! Okay, da geht's also schon richtig ab. Wer ist er hier? Temerischer Rekruter. Schön, dich zu sehen. Sei gegrüßt, Hexer! Dein Schwert ist heute gewiss von Nutzen. Was? Auftrag erledigt? Ja, mach ich mal. Auftrag erledigt. Du hast die Gorgo getötet? Donnerwetter. Und? War's schwer? Übliche Hexerarbeit. Du bekommst deinen Lohn, sobald wir mit diesen Lavalettes fertig sind. Du sollst es nicht bereuen. Sofort wäre mir lieber. Ein Soldat im Krieg ist nicht die sicherste Rücklage. Okay, ich weiß zwar nicht, was ich getötet habe, aber es scheint sich ausgezahlt zu haben. Obwohl der mir ja erst am Ende der Schlacht die Belohnung gibt, wahrscheinlich lebt er dann schon gar nicht mehr. So, was ist mit dem Attentäter? Du solltest dich doch tummeln und herausfinden, wer Foltes töten wollte. Ich habe ja auch schon ordentlich die Fühler ausgestreckt. Und? Die Sache ist knifflig. Du kennst angeblich Leute, die dir helfen können. Ich kann dich zu jedem Beutelschneider Temeriens führen. Aber der Attentäter war nicht von hier. Bist du sicher? So sicher, wie ich dich vor mir sehe. Wird Foltes die Belagerung nun beenden? Heute stürmen wir, heißt es. Wird auch Zeit. Ich sitze lieber am Lagerfeuer, als meinen Hals zu riskieren. Ja, so ist es halt im Krieg, ne? Da besteht die Chance, dass man drauf geht. So, hier ist schon ordentlich was los. Wer sind die? Oh, sieh mal da, Kleiner. Ein Hexer. Gerald von Riva dürfte Ahnung von Amuletten haben. Herr Hexer, eine Frage, wenn es recht ist. Ja, was wollt ihr? Kennen wir uns?
Erkennst du deine alten Kumpel nicht mehr? Wir sind die Haudegen von Grimfried. Ich habe das Gedächtnis verloren. Ha, genau wie Bohold. Nach der Jagd auf den goldenen Drachen ist er gestolpert und hat sich den Kopf an einem Felsen angehauen. In der Schlacht ist er immer noch ein Tier. Aber sonst macht er nicht mehr viel außer Fressen und Scheißen. Nicht mal auf Frauen ist er noch scharf. Ich bezweifle, dass das eine Amnesie ist. Ich bin Häcksler. Den hier nennen sie Neuntöter. Und das da ist unser Kleiner. Der geht bei uns in die Lehre sozusagen. War nicht viel mit Monstern in letzter Zeit. Da haben wir uns eben gemeldet. Und jetzt steckt der Kleine in dieser Wette. Hilfst du uns um der alten Zeiten willen? Ich meine, klar waren wir alle ein bisschen ruppig. Aber wozu über vergossene Milch weinen? So sehe ich's. Wir hätten dich und die Zauberin befreit. Bohold hat nur Witze gemacht mit dem Gequatsche von Vergewaltigung und so. Was? Vergewaltigung? Was wollt ihr eigentlich von mir, Jungs? Frage ich da erstmal nach. Was für eine Vergewaltigung? Halt den Rand, Neuntöter. Der Hexer weiß es nicht mehr. Wozu ihn großartig erinnern? Wir sind alte Bekannte und gut. Ihr wolltet einen Bekannten vergewaltigen? Nur die Zauberin. Du wolltest den Drachen töten, die Zauberin wollte ihn töten, die Bauern auch, jeder wollte es. Aber nur einer konnte den Preis heimtragen. So gab es Streitereien, bisschen Dresche, ein Riesentheater eigentlich. Wir haben euch verschnürt, also die Zauberin und dich, und sind dem Drachen nach. Aber der hat uns windelweich geklopft. Ein halbes Jahr haben wir uns die Wunden geleckt. Ihr konntet euch jedenfalls irgendwie befreien. Wer war diese Zauberin? Sie hatte rabenschwarzes Haar. Neuntöter, weißt du noch, wie sie hieß? Konifere, so ähnlich. Also, Hexer, hilfst du deinen alten Bekannten? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die jetzt nicht wirklich meine Freunde damals waren, aber... Sagt mir ruhig. Was für Kummer habt ihr denn? Es geht um Leben und Tod. Und ein bisschen Zaster für wahr. Der Kleine hat mit einem Ritter gewettet, dass er den ersten Angriff auch in Hemd und Hose überlebt. Ja, okay. Wir hatten ein bisschen getrunken, ich geb's ja zu. Aber Wette ist Wette. Es geht um unsere Ehre. Soldatenehre gegen Ritterehre? Ah ja. Du hast es erfasst, Hexer. Wir sind gleich am Anfang dran. Das wird nicht hübsch. Der Kleine ist tapfer, aber mit Tapferkeit allein überlebt er nicht. Jedenfalls ist uns dieses Amulett in die Finger gefallen. Vielleicht kann ihn das beschützen. Mag ich dann wohl. Kannst du nicht mal einen Expertenblick darauf werfen? Du kennst dich doch aus mit Zauberei und so. Zeig mal her. Ein Wolfsmedaillon. Es hat geruckt. Reagiert auf Magie. Also, ist es wahr, was der Priester gesagt hat? Hörst du, Kleiner? Du bist gerettet. Den Ritter nehmen wir aus. Das sind ja mal Optimisten. Okay. Ich frage erst mal nach. Woher habt ihr diesen Talisman? Sagen wir, er fiel uns zu. Wir sind auf Patrouille, nicht wahr? Und rennen ein paar Novizenpriesterinnen in die Arme, die da vor einem Schrein beten. Alle freundlich, alle am Lächeln. Wir wollten sie eine Runde bespringen. Oh, aber... Klappe! Bohold hatte einen seltenen, klaren Moment, plünderte den Schrein und fand das Amulett. Man weiß nicht recht, was in seinem Oberstübchen vor sich geht, aber hin und wieder ist er doch noch der Alte. Oh ja, er haut sie immer noch mit einem Streich entzwei. Jedenfalls haben wir uns das Amulett gegriffen und sind dann dem übrigen Patrouillenzug nach. Und dann, mein Lieber, erst rennen wir in ein paar Eichhörnchen von der bösen Sorte, die Luft voller Pfeile, aber wir bleiben unversehrt. Und kaum drei Eichhörnchen stehen noch, als plötzlich ein Drache heranpfeift, die Elfen auf die Knie fallen und wir alle Fersengeld geben. Das Amulett ist garantiert magisch. Obwohl es den Schrein ja nicht vor eurer Patrouille beschützt hat. Auch wahr. Also, wir wissen nicht, was wir davon halten sollen. Okay, gucken, was wir da haben. Das könnte euch wirklich helfen. Sammeln wir jetzt die Ärger an. Es ist voller Energie, aber ich weiß nicht, was es für eine ist. Okay. Der hat gewettet mit dem Ritter, um Hemd und Hose will er kämpfen. Ich bin mal lieber vorsichtig. Da ist eindeutig Magie in dem Ding. Aber dass es deswegen Schwerter oder Pfeile abhält, bezweifle ich.
Kacke, ich hab's gewusst. Du Spaten, ich hab's dir gesagt. Ehre und mein Arsch. Schall dich ein, Kleiner. Du ziehst traditionell in die Schlacht. Sei's drum. Und ich hätte den Edlen so gerne arm gemacht. Verfluchte Schande. Okay, 50 XP erhalten. Du Spaten, wie geil.